Willkommen zu einer Wanderfolge Monster Hunter Rise auf der PlayStation 5, Mann. Schön, dass du da bist. Willkommen zurück zu den nächsten Städtequests Stufe 7. Zwei brauchen wir noch und dann haben wir die nächste dringende Quest und werden zum Jägerrang 8. Und damit geht es auch Richtung finale Endgame-Content, Craften, Deko-Rüstungen, Dekoration-Farm, Talismane-Farm für die Vorbereitung auf eben im Monster Hunter Sunbreak. Freue ich mich schon sehr drauf. Wir haben jetzt noch den Almodron im High Rank, den Magna Malo oder dich kriege ich, den Goss Harak. Ich würde sagen, wir machen den Almodron und den Magna Malo noch und dann stellen wir uns der dringenden Quest. Ja, würde ich sagen, wo es jetzt losgeht mit dem Almodron. Däumchen hoch, kostenloses Abo, dauert nicht lange und hilft mir und dem Kanal extrem krass weiter. Vielen Dank für Abonnieren, als ihr das schon getan hat. Danke, danke, danke von ganzem Herzen. Glocke aktivieren, damit du keine weitere Folge zu Monster Hunter Rise verpasst. Aber natürlich auch 10.2. Hogwarts Legacy. Wir werden alles zu diesem Game machen, was du dir vorstellen kannst. Ich bin maximal gehypt auf dieses Spiel und kann es kaum noch erwarten, endlich loslegen. Viel Spaß jetzt mit dem Video. Almodron, let's go. Zeitlimit 50 Minuten. Kriegen wir hin, oder? Kriegen wir hin. Wen haben wir denn alles hier auf der Map? Basil Geuse wieder? Ein Rajam? Und der Basil Geuse bewegt sich so langsam, langsam, langsam ein bisschen nach da oben. Könnte ich mir noch so eine Falle herstellen? Tatsächlich. Tatsächlich. Ein Fallengerät hätte ich noch und einen Donnerkäfer würde ich noch brauchen. Vielleicht fange ich dann jetzt den Almodron auch und den Magna Malo am Ende auf. Vielleicht lässt Magna Malo ja damit, wie es ja immer gesagt wird, dass man mit dem Fang mehr Mats kriegt. Vielleicht lässt er ja damit dann seinen Edelstein oder so fallen, den ich brauchen würde für den Hammer, ne? Wäre natürlich auch cool. So, die Map gefällt mir auch mit am besten hier. Guck mal, irgendwas Legendäres. Nebliges Prisma. Direkt zweimal. Bin immer noch auf der Suche nach den Materialien für das U-Boot Nummer 3. Weiß absolut nicht, wo ich das finden soll. Ich bin jetzt mal so ein bisschen auch die ganzen Farmspots abgegangen pro Map. Aber da ist nie irgendwas aufgepoppt. So, ey, Fippmann, du hast irgendwas bekommen, was du für die Quest brauchst. Ja, ein bisschen schade. Der taucht jetzt schon unter, oder wie? Also Almodron finde ich auch, das ist so ein geiles Monster. So ein cooles Monster ist das, ey. Ah, ich hätte Blitzcaps und so weiter erstellen sollen. Und ich sollte mich vielleicht mal heilen gerade schnell. Komm mal her, Zorro. Komm mal her, schnell. Tarnose. Tarnose. So, kann ich Blitzkapseln craften? Nice. Oh, hier ist noch was zu looten. Sayusa. So. Jetzt mal direkt mal da raus. Yo, Josen, Junge. Josen. Ist klar. Ich bin der Hammer. Ich bin eins mit diesem Hammer. Oh. Oh, ich sehe gar nichts, Mann. Ich sehe nichts. Yo, ich häng in seinem Fuß fest. Aha. Ja, natürlich trifft er mich jetzt. Natürlich. Du Haufen Sack, Junge. Du Haufen. Nein. Ich muss Frankie, glaube ich, auch mal austauschen. Seine Stärketrommel und so weiter ist, glaube ich, gar nicht mehr am Start. Ja, da passiert gar nichts mehr von seiner Seite aus. Oh, ich habe keine Megatränke mehr. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Okay, der dreht sich auf. Nimm das, Junge. Haha, Geblitzdingst. Oh, schön, 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 schön. Jetzt ran, ran, ran. Ah, 198 auf den Kopf, auf den Hinterkopf, aber nur. Knockout, Knockout. Nee. Aber der nächste ist Knockout.
Ja. Mit Ansage, Freunde. Habt ihr das gesehen? Mit Ansage. Boah, 252, nur Wahnsinn, ey. Oh, yes, Junge. Der hat ordentlich gescheppert, Mann. Geile Sache. Geile Sache. Damit ist sein Kopf leicht angebrochen. Nummer 1. Nummer 2. Und alle guten Dinge sind 3. So, jetzt versuchen wir es nochmal, ne? Mit ein bisschen Abstand. Immer noch zu nah, denke ich mal. Ja, ist immer noch zu nah. Ja, okay, aber es ist völlig in Ordnung. Wie gesagt, bei wem war es? Ich glaube, bei Anjanat, wo wir 400 geschafft haben pro Schlag, ne? 414 oder so. Okay, Schärfe weg. Ungeil. Ungeil. Aber hat lange gehalten, tatsächlich. Krafttrommel erklingt laut und klar. Ey, gerade eben noch gelästert über Frankie, dass ich ihn austauschen will. Und da haut er die Krafttrommel raus. Jawohl, Junge. Jawohl, Frankie. Bist du doch nicht ausgetauscht. Es sei denn, es gibt einen stärkeren. Okay, der letzte Schlag hat gar keinen Schaden gemacht. Why? Why? Okay. Genau, perfekt. Da kann er einmal kurz abhauen. Wir können wetzen. Ich werde Großartiges in der Welt der Jagd leisten, sagt er. Na, bin ich noch nicht so ganz von überzeugt. Okay, er geht zum Baselgeuse. Perfekt, dann müssen wir uns beeilen. Können wir ein bisschen mit beiden kämpfen. Einmal heil. Drei Blitzbomben noch am Start. Perfekte Sache. Ah, okay, Baselgeuse ist eine Etage über uns. Kurz looten. Ich weiß, lootet ihr auch immer mit einem Kampf oder lootet ihr echt immer erst, wenn das Monster weg ist? Ich weiß nicht. Bei mir ist der Drang so stark danach, erstmal alles anzutippen und wegzulooten, bevor ich kämpfen kann, weil ich immer denke, im Kampf nachher vergesse ich das und dann bleibt es da liegen. Ja, trotzdem geil, trotzdem geil. Hätte ich den Schlag getroffen, wäre auf jeden Fall aus seiner Animation rausgekommen, der kleine Penner. Okay. Hat das schon so einen langen Hals und ich treffe den nicht. Wahnsinn, ne? Oh, schön göttlich ausgewichen. Göttlich. Besser hätte es nie, hätte es keiner auf der Welt machen können, als das, was ich gerade getan habe. Der arme Lootrot, ey. Hein? Ich heil mich nochmal. Safety first. So, ein guter Jäger nimmt sich Zeit, ne? Ich nehme mir gerade mal hier die Zeit. Und bereite mich mal wieder auf alles vor. So, sexy. Taucht doch nicht immer ab, Junge. Als ob, warum? Ich stand eigentlich, ich habe den Controller nicht bewegt. Rein theoretisch hätte er diesen Schlag gar nicht machen dürfen. Junge. Ein Wunder, dass der nicht umgefallen ist, ey. So, sein Schwanz sieht schon ein bisschen ekelhaft aus, oder? Also, wie gesagt, ich kann das nicht oft genug sagen. Ich verstehe es nicht, warum die mich immer aus der Animation rausholen können. Immer. Es muss auch irgendwie die Möglichkeit geben, wenn man in so einer Attacke drin ist, die schon Schaden gegen den macht, auch in der Attacke drin zu bleiben, oder? Okay. Radang bleibt da unten komplett stehen. Der hat gar keinen Bock auf uns, interessiert sich gar nicht für uns. Er hat noch schlechte Erinnerungen, ne? Ich weiß nicht, vor wie vielen Folgen war es? Vor 2 Folgen, vor 3 Folgen, wo wir gegen Rajan gekämpft haben. Schaut euch unbedingt an. Eines mit Magna Manu, meine absoluten Lieblingsmonster.
Hat richtig Laune gemacht, der Kampf. Und der lief erstaunlicherweise auch ziemlich gut, muss ich sagen. Hatte gar nicht so krasse Probleme gegen den. Schön durchgekommen. Oh, schön durchgekommen. Da war ich zu vorlaut. Halt, halt. Haut er ab. Oh, schnell essen wäre auch absolut sexy. Müsste ich mir auch mal angucken, ob es da Dekorationen geht oder Talisman dafür gibt. Jetzt hat er ein Steinchen. Ja, natürlich trifft er, natürlich. Knock, knock, Junge. Habe ich mal kurz Hallo gesagt, ey. Ja, hau ab, genau. Lauf weg, du Feigling. Genau, in der Nähe vom Rajang. Ist eine sehr, sehr gute Idee. Talon sehen. So, zwei Blitzbomben noch am Start, okay. Hier irgendwelche neuen Muscheldinger, die ich noch nie zuvor erblickt habe. Loot man natürlich mit. Nebliges Prisma mal wieder, okay. Mach, Mann! Ärgerlich. Ärgerlich! Wohin mit mir? Wohin mit mir? Also manchmal frage ich mich, was mich da reizt und warum ich das... Ich sehe das kommen, dass es in die Hose geht. Dennoch greife ich an. Fühlt das jemand da draußen? Kann das jemand nachvollziehen? Seid ihr eher der geduldige Jäger, der wartet, bis seine Beute einen Fehler macht? Oder seid ihr eher so der, ich gehe komplett auf Zerstörungskurs, Jäger, so wie ich. Und kassiert dann eben 5000 Mal und muss sich 37 Millionen Mal in einem Kampf fallen. Seid ihr eher diese Art Jäger? Okay, wetten, der trifft mich genau. Wo ist er hin? Haut der schon wieder ab, der kleine Penner? Okay, was ist jetzt mit dem los? Was ist denn jetzt mit dem los, Mann? Mann! Du kleine Hanswurst, ey. Oh, jo, du kleine Hanswurst. Sind wir schon einmal in Ohnmacht gefallen? Kann man das eigentlich irgendwo noch nachlesen? Ich fand dieses Ohnmacht-Tagebuch in Monster Hunter World, wo man das Tagebuch einfach mal so kurz aufklappt und steht, wie viel Ohnmächte noch... Das war so geil. Das fehlt mir hier irgendwie so ein bisschen, weil ich weiß einfach nicht, wie viel Ohnmächte ich noch habe, wie viel nicht. Oder steht das irgendwie auf der Map? Ne, sehe ich jetzt auch nicht. Auf einen schnellen Blick habe ich es jetzt nicht gesehen. Ja, das darf nicht wahr sein. Guck mal an, was der auf einmal für einen krassen Damage auszahlt. Beziehungsweise wie der generell ausflippt. Jo, Basel Geuse kommt in unsere Richtung. Ja, genau. Der kann mich wieder aus der Attacke raushauen, obwohl ich schon voll den Schaden gegen den Kleinpenner gemacht habe. Meine Fresse, ist nervt gerade dermaßen das Baselgeuse. Ich hole ihn, oder? Komm. Oder hatten wir den Baselgeuse schon? Ach, ich kann mich gerade nicht mehr dran erinnern. Kommt mir vor, als wäre schon eine Stunde der Kampf, ja? Ah, Almo dran kommt. Perfekt, habe ich ihn gezogen. Optimal. Komm schon. Okay. Ja, da ist Schaden. Sehr, sehr, sehr gut. Okay, wen kann ich... Wir wollen reiten? Es ist Almodron nochmal. Okay, nice. Dann gehen wir auf Almodron. Geil, Mann. Also, cool. Ja. Manchmal klappt das echt nur einmal im Kampf, dass man die reiten kann. Und manchmal kann man das anscheinend auch öfter machen. Und jetzt verkacke ich's. So, wenn der Baselgeuse jetzt hier steht, dann könnte ich mir rein theoretisch... Okay, ja, hau da ab. Hätte ich mir die Blitzschockfalle nämlich sparen können. Komm, ist nicht schön, wenn es schnell geht.
Du kleiner Hanswurst. Neuer Rekord, aber war ein Scheißkampf. Zum Anfang lief es richtig geschmeidig für mich, zum Ende hin, habt das ja gesehen, hat der komplett die Oberhand über diesen Kampf übernommen irgendwie. Ja, aber Schaden, Set und so weiter, kann mir auch gerade mal zeigen, 250 Schaden und Set ist quasi 6er Angriff, 4er Crit, 3er Lema und ein bisschen Fokus und so weiter. Funktioniert eigentlich ziemlich gut, auch der Barothammer. Wie gesagt, hatte anfangs ein bisschen Bedenken, dass er nicht funktioniert. Aber er funktioniert eigentlich doch ziemlich gut. Blutlauf-Juwel. Nur Scheiß-Dekos am Kriegen, wa? 14 Minuten 36. Geile Sache, Mann. Geile Sache. Damit haben wir nur noch eine Quest, die fehlt. Genau, da oben steht es auch. Eine Quest noch. Das wird der Magna Malo werden. Dann würde ich sagen, Freunde der Nacht, den Magna Malo, den schnappen wir uns dann in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn du ein Däumchen nach oben da lassen würdest, neben meiner Cam, erblickst du gerade mein schönes Profilbild. Klick einmal drauf, schick mir ein kostenloses Abo. Würdest du mir und dem Kanal extrem krass weiterhelfen. Dankeschön für Abonnieren, als der schon getan hat. Vielen, vielen Dank von ganzem Herzen. Und natürlich die Glocke nicht vergessen, damit du kein weiteres Video zu Monster Hunter Rise verpasst. Aber auch Hogwarts Legacy am 10.02. geht's richtig zur Sache. Darfst du nicht verpassen. Wird legendär, dieses Spiel. Ich sag's jetzt schon. Dankeschön, dass du da warst. Mach dir noch einen schönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao mit V.